So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe was im Netto entdeckt, als ich mit Pupsi einkaufen war. Es gibt wieder mal neue Booster-Sorten. Booster ist ja eigentlich mein Lieblings-Energy-Drink, beziehungsweise trinke ich eigentlich nicht so viel Energy-Drink. Aber wenn ich mal was unterstützt habe, supportet habe oder getrunken habe, war das meistens Booster. Am besten vielleicht auch sogar der schwarze, der Zero, der trotz Zero immer noch irgendwie schmeckt, während alle anderen Zero-Sachen immer total künstliche Plörre sind. Jetzt habe ich was entdeckt von Booster 2. Neue Sorten, denke ich mal. Wir haben nämlich einmal diesen Booster Strawberry Apricot und diesen Booster Blue Bomb Blueberry. Das ist nicht der Blueberry Bear von Holy, das ist der Booster Blue Bomb Blueberry. Also Erdbeer, Aprikose und Blaubeere, die wollen wir beide jetzt mal testen. Die müssen wir jetzt fürs Thumbnail irgendwie hier reinhalten. Und jetzt wollen wir die aufmachen, in das kleine Berliner Luftgläschen füllen und am Ende gemischt aus dem großen auf die dicken Bierkrug. Hier denke ich, das könnte vielleicht jetzt eine orange Farbe haben, obwohl Erdbeer-Aprikose, vielleicht ist es auch rötlich. Alles andere, was von den anderen Firmen kommt, ist ja immer komplett durchsichtig. Hier kann es sein, dass das jetzt gefärbt ist und es ist leicht rötlich. Es ist im Prinzip rosa, sieht auf jeden Fall interessant aus. Schöne Farbe, würde ich dazu sagen. Guckt euch das mal an. Berliner Luft, ne? So muss Luft aussehen. Riecht sehr süß und fruchtig. Mit Booster Strawberry Apricot. Richtig durchstarten, Booster sonst nichts. So, ich habe noch ein bisschen Salatblatt im Mund von vorhin, erinnert mich jetzt aber etwas an irgendwie so eine Vanillenote, ich weiß nicht. Erdbeer-Aprikose erinnert mich an Vanille, was stimmt da denn wieder nicht? Trotzdem finde ich, es ist jetzt nicht gerade gekühlt, es ist direkt so aus der Küche, wo es immer mega warm ist. Geht eigentlich vom Kohlensäuregehalt her, das Süße kommt durch, ist aber nicht ganz so süß. Ich finde es sogar eher ein bisschen saftfruchtig, würde ich dazu sagen. Die zweite Dose werde ich dann gekühlt trinken in Ruhe. Aber ist okay, würde ich sogar nochmal kaufen. Schmeckt mir eigentlich ganz gut. Booster Blueberry, die Blue Bomb, müssen wir auch noch schnell aufmachen, denn ich sehe, der Akku ist gleich leer. Bevor wir das dann mischen, da denke ich jetzt, dass das natürlich richtig schön lila ist oder irgendwas. Nein, es ist weinrot, es ist kirschrot, es sieht aus wie eine Cocktailkirsche. Das ist Blue Bomb Blueberry Booster, sonst nix. Ich glaube, die Katzen prügeln sich da drin rum. So, das schmeckt ja auch irgendwie süß, alles bitzelt ein bisschen, aber ich glaube, die Aprikose-Erdbeere war mein Favorit, fand ich besser. Das schmeckt irgendwie wieder wie so ein Traubenzucker aus der Apotheke aufgelöst. Dieser bitzelnde, das ist sicherlich Blaubeergeschmack, einfach, dass er so bitzelt, ein bisschen säuerlich ist, ist aber nicht mein Geschmack, schmeckt mir nicht ganz so gut. Die zwei werde ich jetzt hier mischen, wieder auf dem, in dem auf die dicken Bierkrug. Bis hoch, bis übers Bild müssen wir die füllen. So, jetzt müssen wir warten, bis sie sich gesetzt hat. Guckt euch mal diesen rosanen Schaum an. Der ist doch krass. Ich bin immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren hier mit der Location. Jetzt das so weit hintergestellt und so weit auch von mir weg, da passe ich ja diesmal ganz drauf. Warum habe ich das sonst nicht so gemacht? Bin ich denn bekloppt? Jetzt ist das Glas gerade mal die Hälfte voll, das heißt, wir müssen den Rest auch noch reinkippen. Zwei rötliche Töne, eins leicht rosa, eins richtig stark und kräftig. Und wir haben es wieder mal geschafft. Beide Dosen, das sind 660 Milliliter im 500 Milliliter Glas, schaffen wir jedes Mal, wenn wir vorher beim Berliner Luftgläschen zwei abtrinken. Wie gefällt euch diese Farbe? Die sieht eigentlich richtig brutal aus, das kommt ja aber jetzt nicht so zur Geltung. Aber doch, glaubt mir, das ist eine brutale Farbe. Und das werden wir jetzt noch trinken. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr die zwei Booster-Sorten auch schon gesehen?
Blue Bomb, Blueberry und Strawberry Apricot. Was ist eure Lieblings-Booster-Sorte? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Seitdem ich auf dem Balkon sitze, kann ich nicht mehr laut rülpsen, was auch gut so ist. Wir wollen ja niemanden belästigen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses.